So, guten Morgen Leute, es ist Montag, 8. Dezember, wenn ich alles richtig gezählt habe und ich wiege gerade 83,5 Kilo. Das ist jetzt, sieht jetzt natürlich gerade nicht so aus, weil diese Kamera wiegt 700 Gramm, so um den Dreh. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt nochmal zeigen kann, wie das aussieht ohne Kamera, aber müsst ihr einfach glauben. Und nochmal, so sehe ich aus. Ist halt, sieht einigermaßen gut aus. Stabiles Sixpack am Start, aber ich will natürlich noch einiges tiefer, vor allem am Trizeps soll sich noch einiges tun. Und deswegen bin ich jetzt immer noch auf Diät. Ja, wie gesagt, ich habe damit ja so meine Probleme, nicht sozusagen eine schlaue Diät zu fahren, sondern dann die auch durchzuhalten. Aber ja, deswegen habe ich jetzt noch mal einiges geändert und das erzähle ich euch gleich. So, da bin ich wieder hier in der Küche und das werde ich jetzt gleich mal nehmen. Das sind meine ganzen Pillen, klingt ein bisschen komisch, aber habe ich glaube ich schon mal gezeigt, aber kann ich ja gerne noch mal machen, dauert ja nicht lange. Vitamin, Omega 3, also Multivitamin, Omega 3, Vitamin D3. Und ein Gemisch an ganz vielen Sachen, da tue ich euch, glaube ich, mal die Liste auf. In den Bildschirm, was weiß ich, schreibe ich einfach mal drauf, was da alles drin ist. Und davon 34 Gramm. So, folgendes wollte ich ja noch sagen. Ich bin wieder bei 1800 Kalorien. Das ist eigentlich prinzipiell das, was ich ganz gerne mache. Weil es geht schnell, aber ich fühle mich immer noch stabil. Also 1800 bis 2000 Kalorien. Ich lasse mir da ein bisschen Raum, falls ich mal sozusagen... Ich esse halt einfach gerne alles leer, sag ich jetzt mal. Wenn ich mir eine Packung von irgendwas kaufe, eine Packung Gemüse oder eine Packung Fleisch oder was weiß ich, dann wird die auch leer gemacht. Und wenn es dann am Ende 2000 Kalorien sind, dann ist es ja nicht so schlimm, sind ja nur 200 Kalorien, was weiß ich. Aber wenn sozusagen die Alternative wäre halt, dass ich halt irgendwie die, keine Ahnung, 100 Gramm Fleisch in der Packung drin lassen müsste und das wäre dann irgendwie zu umständlich, dann sage ich lieber 1800 bis 2000 Kalorien. So, sind wir gleich bei 34 Gramm, so. Ja. Und ich denke mal, ich werde dann noch kurz auch wieder umdrehen, dass ich mich wieder sehe. Ja, ich werde dann die Kamera auch mit zum Training nehmen, euch da ein bisschen was zeigen und dann nochmal zeigen, was ich zum Mittag esse. Das ist nämlich dann eben die einzige Mahlzeit am Tag. Habe ich erzählt, warum? Ja, genau. Also ich habe mich dafür entschieden, sozusagen nur eine einzige Mahlzeit am Tag zu essen, weil nicht, weil ich das für besonders schlau finde, also generell bin ich auch der Meinung, dass Mealtiming eigentlich, wenn überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle spielt, also kaum einen Einfluss hat, höchst, also gerade Proteintiming, höchstens mit Zucker, sage ich jetzt mal, da ist es ja wirklich so, dass es relativ schnell wieder aus dem Blut raus ist. Und deswegen, sage ich jetzt mal, was genau, einmal am Tag essen. Und ich habe mich dafür entschieden, weil es einfach für mich einfacher ist. Also einmal brauche ich nur einmal am Tag Essen zubereiten. Und ich habe kein großes Problem mit dem Hunger. Und es ist einfach für mich effektiver, das durchzuhalten, wenn ich sozusagen zu allem Nein sage, den ganzen Tag sage Nein, 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 Nein. Und nicht irgendwie, naja, das könnte ich noch irgendwie essen. Und irgendwie so ein bisschen passt das ja auch noch mit rein. Und dann immer rumwurschteln und was weiß ich. Und am Ende dann viel weniger Protein und Gemüse esse, als ich eigentlich geplant hatte und dafür mehr Süßigkeiten. Deswegen sage ich einfach zu allem Nein, außer zu meiner einer einzigen Mahlzeit am Tag und dann müsste das eigentlich ganz gut klappen. Einfach sozusagen, das ist für mich psychologisch einfacher durchzuhalten und damit habe ich sozusagen schon vor einigen Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen fange ich jetzt wieder damit an, weil es ist simpel und es ist effektiv in meinen Augen. Aber das werden wir noch in den nächsten Tagen sehen. So, eine Sache fehlt dann aber doch noch in dem
All-in-One-Produkt, was ich mir selbst zusammen gemixt habe. Nämlich das HMB, das habe ich mir erst eine Zeit später gekauft. Und ja, kurz gesagt, soll halt dem Muskelschutz dienen. Ist es bei solchen Sachen, Muskelaufbau, Muskelschutz und so, ist immer schwierig, Studien zu finden. Da muss man sich einfach sozusagen der Theorie hingeben und überlegen, ja, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn. Und da das aber gerade nicht so teuer war, 40% Rabatt darauf war und man sozusagen auch nicht so viel nehmen muss, steht irgendwie 1 bis 3 Gramm, naja, 3,6 Gramm, wurscht, habe ich mir das einfach mal gekauft und gedacht, okay, wenn ich es mir gekauft habe, dann sollte ich das auch nutzen. Also kurz gesagt, die Theorie dahinter ist HMB, das ist eine Abkürzung für den Langdarm, den ich mir nicht merken kann. Kommt dabei raus, wenn man Leucin verstoffwechselt, verbrennt, was weiß ich, aufspaltet. Und die Theorie ist halt eben, wenn man dem Körper sehr viel HMB gibt, kann er mal fokussieren, schade, kann er nicht, wenn man dem Körper ganz viel HMB gibt, dann denkt er hätte sehr viel Leucin verbrannt. Wann verbrennt er Leucin? Wenn er Muskeln verbrennt. Das heißt, wenn man im Körper mehr HMB hat, denkt der Körper, er hätte schon ganz viele Muskeln verbrannt und hört dementsprechend auf, Muskeln zu verbrennen. Und mehr oder weniger, sowohl soll das halt für Muskelschutz als auch für Muskelaufbau helfen, weil natürlich ist ja immer so, auch in der Aufbauphase verbrennt man ja jeden Tag ein bisschen Muskeln und baut ein bisschen Muskeln auf, und wenn man sozusagen ein bisschen weniger Muskeln verbrennt, bleibt am Ende des Tages ja mehr übrig, ne? Wenn normalerweise ist ein Gleichgewicht, aber wenn man dann an dem Tag sozusagen weniger Muskeln verbrennt, dann hat man ja am Ende automatisch dann einen Überschuss. Versteht, was ich meine? Aber im Moment ist es sozusagen im Defizit, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wegen Muskelschutz und so, und einfach mal ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich auch kein Review dazu abgeben können, ob es gewirkt hat oder nicht. Wie gesagt, das kann man halt schwer nachvollziehen. Und sonst sage ich einfach, lest euch da nochmal was zu durch und entscheidet selber, ob ihr das für sinnvoll haltet oder nicht. Ah, der manuelle Fokus da irgendwie angestellt. Jetzt könnt ihr auch fokussieren. Ja, okay. Ich würde sagen, wenn ich dann vorher nicht nochmal was komme, dann, was weiß ich, wenn mir vorher nicht noch was einfällt, dann sehen wir uns im Training. So, hier seht ihr meine Sätze mit 2 Wiederholungen, 200 Kilo Kreuzheben. Ich denke, das muss ich hier kommentieren, bevor hier alle Leute wieder schreien. Ja, ich sehe, mein Rücken ist rund und ich weiß nicht, sollte er vielleicht nicht sein. Ich mache mir da seit langer Zeit Sorgen drum, versuche das irgendwie wegzukriegen. Aber Fakt ist, also man kann einfach nicht schwer Kreuzheben, ohne dass sich das in irgendeiner Weise biegt. Und ja, es wird natürlich logischerweise immer schlimmer, aber ich werde ja nicht stärker von Satz zu Satz, sondern eher schwächer. Und aber ich denke, so wie das jetzt ist, ist es noch in Ordnung, gerade weil es hauptsächlich der obere Rücken ist. Es fühlt sich noch alles safe an, und bei niedrigeren Gewichten ist der Rücken ja auch einiges gerader. Danach haben wir noch kurz ein paar Clips, und wo ich Reverse Flies mache und Seitheben, und dann geht's weiter das mit dem Video. So, Kollegen, zurück aus dem Training, und jetzt gibt's Mittagessen. Die einzige Mahlzeit des Tages, und deswegen dachte ich, naja, kann ich die ja mal zeigen. Bestehend aus 1 Kilo Hühnchen für die guten Proteine, ne? Und 1 Kilo Brokkoli und noch einer Packung
italienisches Pfannengemüse. Ja, das ist leider ein bisschen aufgetaut und dann wieder eingefroren. Nicht so cool, aber geht sicherlich noch. So. Ich denke mal, das Hühnchen werde ich dann in den Ofen tun und das Gemüse dann im Wok zubereiten und dann kommt das alles mal vom Stativ runternehmen. Dann kommt das alles auf ein bis zwei solche große Teller. Mal gucken. Nur im Vergleich, das ist so ein normaler großer Teller und das ist so ein extra großer Teller. Ich weiß noch nicht genau, wie viel das wird, ob das alles auf einen so einen großen Teller passt oder nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, das werde ich mir jetzt erstmal machen. Ja, bis später. So, also wenn es fertig ist, sieht mein Essen so aus. Ein Riesenteller Hühnchen, das ist, sind jetzt etwa ein Kilo Hühnchen. Und das ist halt hier eben ein Kilo Brokkoli und 750 Gramm italienisches Pfannengemüse. Also sozusagen italienische Art, so eine Mixtur, ne? Mit allem möglichen. So, logisch, das Hühnchen esse ich wegen dem Protein, ne? Für die Muskeln und natürlich Gemüse, ganz schön viel Gemüse. Weil, das ist wichtig, ne? Vitamine, Mineralstoffe, also im Allgemeinen Mikronährstoffe, so fasst man das ja zusammen. Brokkoli hat da vor allem sehr viel, also Brokkoli ist wirklich eine der Gemüsesorten, die in fast allen Vitaminklassen ganz weit oben sind. Und dazu dann noch halt noch dieses italienische Pfannengemüse, weil das ist vorgewürzt und da ist dann noch ein bisschen Abwechslung drin, weil Brokkoli hat auch nicht sozusagen nicht alles 100% an Vitaminen, deswegen noch ein paar andere Dinge, damit man sozusagen überall gut abgedeckt ist. Das ist meine einzige Mahlzeit, aber das dürfte auch, denke ich mal, genug sein, mich gut satt machen. Und ja, ich denke mal, sonst war es das erstmal von mir soweit. Und weiß ich, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, könnt ihr einen Daumen hoch geben oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, immer gerne kommentieren. Und das war's, ne? Bis zum nächsten Mal. So Leute, einige von euch haben es wahrscheinlich schon gedacht. So eine Riesenportion ist natürlich sehr schwierig in einer Sitzung aufzuessen. Ich habe es auch nicht ganz geschafft. Ich habe es vorher halt immer geschafft, weil ich nicht so viel Gemüse genommen habe. Ich habe weniger als die Hälfte an Gemüse genommen. Und oft habe ich dann auch noch weniger Fleisch genommen und Proteinshakes dazu getrunken. Aber jetzt habe ich sozusagen alles in Natur genommen und kommt sozusagen auf dieselben Makros raus. Und ich bin komplett satt. Und naja, so soll es eigentlich sein. Ich bin glücklich, Mission geglückt sozusagen. Obwohl ich sozusagen im Kaloriendefizit bin, habe ich echt keinen Hunger mehr. Und irgendwann heute Abend esse ich das auf. Ich muss ja auf mein Protein kommen. Aber weswegen ich eigentlich nochmal die Kamera angeschaltet habe, ich wollte euch nochmal genauer die Makros zeigen. So, wenn er dann mal auf mein iPhone fokussieren würde. So, also wichtig ist natürlich hier, ich nehme morgens BCAAs und Omega-3-Kapseln und die müsst ihr auch eintragen, weil das ist ja ist Fett und Protein, ne, was ihr zu euch nehmt. Und deswegen sozusagen, das ist praktisch mein Frühstück, also eigentlich nicht wirklich, aber es hat halt Kalorien. Und dann hier Brokkoli, Gemüsemix Italien und Hühnerbrust. 1000 Gramm komme ich dann auf 1894 Kalorien und ja, so sieht das aus, natürlich überwiegend Protein und das sind insgesamt 299 Protein, scheiße, so, 59 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Fett, also alles nichts extrem unterversorgt, nicht irgendwie unter 30 Gramm Kohlenhydrate, nicht zu wenig Fett. Es ist zwar schon wirklich unteres Ende, aber es ist noch akzeptabel und durch die ganzen
ja, weißt du nicht, Mikronährstoffe und so. Also es hat Gott sei Dank auch gut geschmeckt. Und naja, auf jeden Fall, so sieht es bei mir aus. Das werde ich die nächsten Tage durchziehen. Und bis jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich damit.